Herzlichen Willkommen zu unserem sechsten Teil hier. 7 Minuten, 7 Tage. Wir sind bei dem Thema die Liebe Gottes. Und heute wollen wir uns einmal in diesem sechsten Teil mit der Liebe im Evangelium beschäftigen. Für viele eine einfache Sache, aber da gibt es ein paar andere Punkte, die etwas unterbelichtet sind. Guck doch mal, viele haben verstanden, ja, Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, so sagt es Paulus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir wissen, dass diese Liebe Gottes am Kreuz offenbart ist, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, sagt Paulus. Jesus starb am Kreuz stellvertretend für uns, damit wir nicht die Strafe bekommen in Ewigkeit, die wir aufgrund unserer Sünden verdienen. Viele haben darin die Liebe Gottes erkannt, die Vergebung. Aber schaut mal, da gibt es noch ein paar andere Punkte, die extrem wichtig sind. Im zweiten Brief an die Thessalonicher, da sagt Paulus nämlich in Vers 8, dass Jesus wiederkommen wird in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Hast du schon mal gehört, dass das Evangelium Gehorsam fordert? Oft wird verkündigt, akzeptiere Jesus, dann wirst du gerettet. Wo steht das? Andere sagen, Jesus tut Wunder, glaube an Jesus, an den Namen Jesus, dann wirst du gerettet. Wo steht, dass man gerettet wird, wenn man an den Namen Jesus glaubt, kombiniert mit Wundern? Nein, das Evangelium fordert Gehorsam, nämlich konsequente Abkehr von jeglicher Sünde. Guck mal, wenn ein Polizeikommando zu Verbrechern kommt, dann können sie nicht sagen, also wir schlagen euch vor, dass ihr jetzt mal die Verbrechen einstellt. Ihr könntet auch die Pistole runternehmen, mit der ihr gerade auf jemanden zielt. Nein. Die Polizei wird den sofortigen Gehorsam fordern, dass sie sich ergeben. Das Evangelium fordert die konsequente Abkehr von Sünde. Und Tatsache ist, nur wer dieses heilige, attraktive, vollkommene Leben in Jesus Christus erkennt, diese Attraktivität darin, wie er das Gesetz Gottes mit Liebe erfüllt, nur wer das erkennt in Jesus, der will freiwillig aus Überzeugung sein Leben in Sünde beenden. Er will keine Sünde mehr tun. Er will so leben wie Jesus. Das ist das, was die Bibel beschreibt. Wer an diese Liebe Gottes glaubt, der kennt diese innere Verpflichtung, diese Freude, diese Liebe, diese Dankbarkeit, diese positive Verpflichtung, so leben zu wollen wie Jesus Christus. Darum geht es. Guckt mal in Johannes 16. Die Frage ist doch, was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns im Lobpreis anzuleiten, damit wir hemmungslos werden, damit wir dann rumhüpfen auf Veranstaltungen, bestens auch noch rollen und brüllen und schreien und uns hineinsteigern in Trance, bis wir von der Liebe Gottes singen? Lest mal Hesekiel 33, 32. Da prangert Gott genau das an. Er sagt, er kommt mit Instrumenten und singt Liebeslieder, aber ich will es nicht hören, weil ihr nicht mein Wort hören und tun wollt. Gott fordert konsequenten Gehorsam an sein Wort. Und schau einmal, was wird der Heilige Geist tun? Jesus sagt es, Johannes 16, Vers 8. Wenn jener kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Will ich das? Will ich, dass Gott mich von Sünde überführt? Haben wir überhaupt begriffen, was Sünde ist? Schaut mal, wenn wir begriffen hätten, was Sünde ist, wir würden eine Sünde mehr fürchten als den Tod. Denn die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Was fürchtest du mehr? Die Konsequenz der Sünde oder die Sünde selber? Du musst doch bewusst sein, wenn Gott für Sünde den Tod androht, da muss doch die Sünde schlimm sein. Guck, deine ganze Welt rennt heute von einem Virus davon, den wir gar nicht sehen können. Wenn wir wüssten und ahnen würden, wie schlimm, abscheulich eine einzige Sünde ist,
wir würden jegliche kleine Sünde mehr fürchten als jede Cholera, Pest und Corona zusammen. Was wir brauchen, ist Sündenerkenntnis. Und was kann dazu helfen? Ja, Paulus sagt es doch, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Was aber nicht heißt, dass das Gesetz schlecht ist. Nein, es ist heilig und geistlich, sagt Paulus. Lest doch mal die anderen Dinge auch. Das Gesetz wird in Ewigkeit bleiben. Mit dem Gesetz ist nichts verkehrt. Mit uns ist etwas verkehrt. Wenn wir das Gesetz sehen, erkennen wir, oh je, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich bin ein Sünder, ich verdiene Strafe. Erst dann begreife ich, ich brauche Jesus. Aber wenn ich dann Vergebung bekommen habe, heißt das doch nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist. Wo gibt es denn sowas, so einen Unsinn? Stell dir doch mal vor, sowas würde im Gericht passieren, dass jemand verurteilt wird, weil er ein Gesetz gebrochen hat und dann fleht er um Gnade, weil er die Strafe nicht antreten möchte, auch der Arme. Und dann sagt der Richter, ich bin dir gnädig, du musst die Strafe nicht antreten und nur nebenher, ab jetzt gilt auch das Gesetz nicht für dich, jetzt kannst du es brechen. Ja, sag mal, was für ein Wahnsinn, Leute. Geht euch mal langsam Licht auf, was für ein Wahnsinn heute im Christentum teilweise verkündigt wird. Nein, es geht darum, dass wenn wir diese Gnade Gottes begreifen, dass wir dann unter der Gnade das Gesetz halten, mit völlig neuen Motiven, nämlich aus Dankbarkeit begnadet zu sein, aus Liebe zu Gott. Darum geht es. Der Heilige Geist wird uns von Sünde überführen. Guck mal, wenn es wahr ist, dass durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, ja, dann denk doch mal über folgenden Punkt nach. Jesus hat das Gesetz mit Heiligkeit und Liebe erfüllt. Und er hat das Gesetz sogar gesteigert. Er hat gesagt, zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer einen anderen schon Idiot nennt, ist des höllischen Feuers schuldig. Er sagt, im Gesetz steht, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, wer schon der Frau hinterher schaut, sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen. Er sagt, im Gesetz steht, liebt eure, wir sollen unsere Feinde hassen und so weiter. Aber er sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das heißt, Jesus steigert das Gesetz. Guckt doch mal, wenn schon Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz kommt, wie viel größere Erkenntnis der Sünde müsste kommen, wenn wir Jesu Heiligkeit erkennen? Verstehst du das? Als Johannes der Täufer vor Jesus stand, erkannte er die heilige Überlegenheit Jesu und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden. Johannes hat davor die Leute getauft, sondern ihre Sünden bekannt. Und Johannes war ein leuchtendes Beispiel für Gottes Moral. Aber als er Jesus begegnet und seine heilige Überlegenheit erkennt, erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit. Als Petrus Jesus dort im Boot erlebt, sagte, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wer Jesus wirklich erkennt, seine heilige Attraktivität, wie vollkommen er das Gesetz erfüllt, der erkennt erst seine Sündhaftigkeit. Der begreift erst, wie tief die Vergebung gehen muss, aber auch die Verwandlung und Erneuerung. Und der versteht an dieser Heiligkeit Jesu, das ist die Norm Gottes. Das ist ein normales Leben. So sollen wir in Harmonie mit Gott leben. So lieben wir Gott und unseren Nächsten, wenn wir das Gesetz Gottes mit Liebe leben und erfüllen. Bist du dabei? Morgen, letzter Teil.